2 Millionen Euro. Nee, keine Ahnung, so kann man das glaube ich auch gar nicht rechnen. Dass man jetzt sagen würde, okay, so und so viele illegale Downloads oder Streams, dass man jetzt sagen würde, okay, wenn man das alles in Geld umrechnen würde, dann wäre man reich. Also, das ist Quatsch. Also, wie ich gerade gesagt habe, als allererstes muss man gut aussehen, gute Musik machen. Nein, Quatsch. Für mich ist es immer wichtig, wie die Menschen sind. Das als allererstes halt so mein Kriterium, ob ich mit jemandem zusammenarbeite oder nicht. Natürlich muss die Musik auch gut sein, mir natürlich auch persönlich gefallen, so, aber wenn ich hoffe weiterhin, dass ich das machen kann, was ich liebe. Das ist mein Job. Ich setze mich mit Musik auseinander, ich verkaufe Musik. Und wir machen halt ein Angebot, auch unabhängig von dem Format, unabhängig vom Genre und so. Musik ist Musik und das hat irgendwie auch nicht viel für mich, also es ist halt einfach so, es hört sich echt hippie-esque an, aber es ist glaube ich echt so, Musik ist Musik und es ist halt irgendwie frei. Und deshalb würde ich das gar nicht so in Kategorien packen. So. Ich glaube, das sind eher Geschichten, wo sich dann irgendwie so Politiker mit auseinandersetzen. Und da, für mich als allererste Linie möchte ich irgendwie CD rein, anmachen, Mocke, gut, fertig.